Herzlich willkommen beim Vegan Podcast, deinem Podcast mit den aktuellsten Trends und News zu Themen wie Gesundheit, Fitness und veganer Ernährung. Dies ist der dritte Teil des Interviews mit Sebastian Fienes. Du erfährst, auf was der deutsche Rennradfahrer Simon Geschke und der Fußballspieler Andreas Lute bei ihrer Ernährung achten. Und es wird die Frage geklärt, ob eine vegane Ernährung wirklich die Ernährung der Zukunft ist. Na, also beispielsweise für ein Kilo Fleisch 15.000 Liter Wasserverbrauch, dass es 80 Milliarden Nutztiere auf der Welt gibt. Ne? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die ja dauerhaft da sind. Also jetzt in dem Moment sterben wahrscheinlich 10 Millionen und in derselben Minute werden wir ja 10 Millionen geboren. Und die müssen ja auch alle ernährt werden. Also warum kriegen wir es nicht hin, 8 Milliarden Menschen zu ernähren, aber können 80 Milliarden Nutztiere ernähren? Und da spielt natürlich dann eben auch so ein bisschen die, nicht nur bei Simon Geschke bestimmt eben auch, sondern bei vielen anderen Menschen, die im Moment darüber nachdenken, sich vegan zu ernähren und dann vielleicht noch diese Ausrede vorschieben, ja, ich bekomme ja nicht alle meine Nährstoffe, ich bekomme keine Proteine, ich kann nicht mehr so viel Leistung bringen. Da ist das natürlich jetzt hier ganz klar, dass es nicht so ist. Ich kann ja auch von mir sprechen, du ja eben auch, lieber Sebastian. Und aber daran merken wir auch, und damit möchte ich dann auch, sage ich mal so, den Podcast beschließen, weil dein Buch einfach so viele tolle Erkenntnisse bringt und das wirklich diese ganzen Details, wie hier im Podcast gar nicht rausarbeiten können. Also ich encourage wirklich jeden, das zu lesen. Dann eben auch diese vegane Ernährung auf einer ganz anderen Ebene, nicht nur der körperlichen, sondern eben auch der geistig-seelischen Ebene, also der nicht-materiellen Ebene einen Change macht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sebastian, du bist jetzt ein paar Jahre vegan, vielleicht haben auch ein paar vegane Athleten da was gesagt, also was hat das mit ihrem Mindset zum Beispiel gemacht und wie sie auch die Welt wahrnehmen und in sich, in ihr bewegen? Es gab natürlich irgendwann mal irgendeinen Anlass und irgendein Beweggrund von den Athleten, dass sie die Entscheidung getroffen haben, jetzt ihre Ernährung umzustellen. Na, das ist bei den Leuten, die ich jetzt interviewt habe, bei den 11 Athleten, die Hälfte aus tierethischen Gründen, die andere Hälfte aus gesundheitlichen Gründen. Und unabhängig davon, was die Beweggründe waren, haben die dann mit der Zeit halt auch noch all die anderen Vorteile festgestellt, die sich gesundheitlich aus gesundheitlichen Gründen ihre Ernährung umgestellt haben, haben dann festgestellt, oh, das ist natürlich auch gut für die Tiere und für die Umwelt. Genau umgekehrt genauso, die sich aus tierethischen Gründen vegan ernähren, haben festgestellt, oh, das geht mir auch selber damit viel besser und ich helfe auch der Umwelt, sodass das, die haben halt angefangen, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema Ernährung und haben dann, wenn man sich natürlich informiert, Bücher liest, Podcasts hört, YouTube-Videos schaut, Netflix, was auch immer, kommen immer mehr Sachen hinzu und ja, das Wissen erweitert sich und dann ja, sind die ursprünglichen Gründe gar nicht mehr die einzigen Gründe, sich vegan zu ernähren, sondern das ist halt dann dieses Komplexe. Und deswegen, das ist halt auch, denke ich mal, für viele die Motivation, dann am Ende dabei zu bleiben, weil es eben nicht nur aus gesundheitlichen Gründen ist, dass ich jetzt zum Beispiel ja, keine muskulären Probleme habe oder eine bessere Haut bekommen habe, weniger Verletzungen habe, weniger erkältet bin und so weiter, sondern dass ich da natürlich auch für das Tierwohl was tue und dass das auch der Umwelt zugute kommt. Und das ist halt eigentlich bei allen Athleten, die ich halt interviewt habe, die haben mir das halt unisono so gesagt, dass das halt die anderen Sachen halt auch noch alle dazugekommen sind und dass es halt sehr viel mit ihrem Mindset dann letztendlich gemacht hat und mit ihrer Einstellung wirklich dann dabei zu bleiben. Und das war auf jeden Fall sehr interessant zu hören, was auch die Athleten, die unterschiedlichsten Auswirkungen, welche die halt festgestellt haben, nachdem die ihre Ernährung umgestellt haben. Ne? Also das zum Beispiel jetzt nochmal, um auf den Fußballer Andreas Lute zu sprechen zu kommen, Bundesliga-Torwart, der sich seit 2014 vegan ernährt. Der hat mir halt gesagt, dass er halt, seitdem er sich oder was halt für die vegane Ernährung spricht, ist, dass er jetzt kaum Ausfallzeiten hat.
aufgrund von Verletzungen. Der hatte früher immer mal wieder Rückenbeschwerden gehabt und muskuläre Probleme. Und die sind halt, seitdem er sich vegan ernährt, halt weggegangen. Er meint halt, dass er auch insgesamt einfach ein stärkeres Immunsystem bekommen hat, seltener erkältet ist, auch nicht mehr dieses klassische Mittagstief hat und ein besseres Körpergefühl hat. Und diese Ausfallzeiten, gerade so im Spitzensport, im Profifußball in dem Fall, sorgen ja dafür, dass du, das ist ja ein knallhartes Business, wenn du da halt ein paar Trainingseinheiten verpasst, dann steht da auf einmal jemand anderes im Tor. Und wenn der dann die Bälle hält, gute Leistungen bringt, dann ist es für dich als vermeintlicher Stammtorwart schwer, da wieder zurückzukommen. Deswegen sind die darauf angewiesen, kaum Ausfallzeiten zu haben, keine Trainingseinheiten zu verpassen, bei den Spielen halt da zu sein. Und da hat ihm jetzt als Beispiel die vegane Ernährung geholfen, weil er sonst, er meinte, dass das halt schon Hauptbestandteil ist, weil er sonst in seinem Leben eigentlich nichts weiter verändert hat. Ja, er hat halt seine Ernährung umgestellt, hat dann diese Auswirkungen dann festgestellt. Und deswegen schiebt er das dann auch auf die Ernährung zurück, dass es dass er halt seltener verletzt ist und erkrankt. Cool. Ja. Vielen lieben Dank, Sebastian, für deinen kurzen Überriss über dieses fantastische Buch. Vielleicht letzte Frage, wo geht's für dich hin? Die Reise in der veganen Lebensweise hat für dich ja tatsächlich erst begonnen vor 5-6 Jahren. Das mag jetzt für einige schon sehr lange sein. Dennoch ist es ja ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Leben. Wo siehst du dich beispielsweise in 10, 15 Jahren? Was sind so Dinge, die du gerne noch erreichen möchtest und was du auch gerne natürlich eben auch den Menschen, die hier zuhören, gerne mitgeben möchtest? Was ich gerne erreichen möchte auf beruflicher Ebene, meinst du? Also ich würde das als Gesamtkomplex sehen. Ne? Also Beruf, also wir sind ja keine getrennte Wesen. Also man sagt immer so, diese Work-Life-Balance, ich halte das für ein Misskonzept, beziehungsweise ist es ungünstig ausgedrückt. Was ist so deine, wenn ich es jetzt so sagen will, deine Lebensmission oder hat sich vielleicht auch geändert, seitdem du dich anders ernährst? Und gibt es was du den Menschen auf jeden Fall mitgeben möchtest? Gerne auch aus dem Buch raus. Also ich bin davon überzeugt, dass die vegane Ernährung die Ernährung der Zukunft ist und dass es eine Frage der Zeit ist, bis mehr und mehr Menschen auf den Trichter kommen, dass das halt sie gehört ist vielleicht nicht die gesündeste, aber sie gehört mit zu den gesündesten Ernährungen und dadurch, dass halt die Umwelt und die Tierethik da halt auch noch mit reinspielen, ist es halt meiner Meinung nach die beste Ernährungsform und das ist die Ernährung der Zukunft und ich werde auf jeden Fall dabei bleiben und bin halt in Bezug auf Sport auch davon überzeugt, dass immer mehr Sportler auf vegane Ernährung zurückgreifen. Nicht nur Breitensportler, sondern halt wirklich auch Leistungssportler und Spitzensportler, weil es gibt immer mehr Beispiele, die zeigen, es funktioniert. Ich habe 11 Beispiele in meinem Buch, wo ich halt die Lebensgeschichten der Sportler, der Spitzensportler erzähle und die Beweggründe, warum die sich vegan ernähren und welche Auswirkungen die auf ihre Leistungsfähigkeit hatten. Und ja, wenn man sich mal, also es ist allein, wenn man mal recherchiert, wie viele vegane Spitzensportler es gibt, dann merkt man, okay, das sind halt wirklich nicht nur irgendwelche, sondern es sind halt wirklich welche, die man halt kennt. Ja, Lewis Hamilton, Formel-1-Weltmeister mehrere Male, die Williams Sisters im Tennis oder Novak Djokovic, viele NFL-Spieler, Baseball-Spieler, NBA-Spieler, Läufer und so weiter und so fort. Das ist die Ernährung in unserer Gesellschaft, die Zukunft prägen wird. Natürlich dann auch bei vielen Sportlern. Und das ist eine tolle Entwicklung, für die ich halt auch gerne mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, Werbung machen ist vielleicht der falsche Begriff, aber wo ich versuche,
als Vorbildfunktion zu fungieren und andere Leute zu inspirieren, indem ich zum Beispiel Bücher wie diese schreibe. Ja, der vegane Athlet, deutsche Spitzensportler, ein Porträt. Das soll letztendlich ja auch andere Menschen inspirieren, andere Sportler inspirieren, dass es halt möglich ist, sich mit einer rein pflanzlichen Ernährung, dass man da nicht nur Top-Leistungen bringen kann, sondern auch wirklich Spitzenleistungen und auch Olympiasieger werden kann. Ja, das ist keine Einschränkung, sondern kann sogar die leisten. Und ja. You are on a mission, das finde ich sehr, sehr gut und vielen lieben Dank, dass du uns auch dieses wunderbare Buch schenkst. Du hast ja ein paar mehr geschrieben. Alle Infos zu dir und auch die Webseiten, wo man das Buch vorbestellen kann, auf jeden Fall hier in den Shownotes, also verpasst es nicht. Und danke dir, lieber Sebastian, dass du dein Licht hier geleuchtet hast im Vegan Podcast und andere wiederum inspiriert hast, nicht nur durch dein Buch, sondern jetzt auch durch dein persönliches Auftreten. Vielen lieben Dank und mir bleibt nichts weiter zu sagen als nicht nur eat the queen, a bean and the crane, sondern auch dein Brokkoli natürlich. Und in diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Sebastian, dir einen wunderschönen Tag und dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alles, alles Gute. Empfehle den Podcast weiter, du kennst das ja. Und hab einen wunderbaren Tag. Bis ganz bald. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.